Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fitzbees Interactions. Wie man vielleicht schon sieht, ich war ein kleines bisschen aktiv. Ja, ich habe hier so ein paar Felder schon mal angepflanzt. Hier ein schönes Weizenfeld, was ich am Hochzischen bin. Lotus Seeds, wegen einem ganz, ganz bestimmten Grund. Und hier einfach so ein bisschen ein paar zufällige, so Tomaten, Salat, Karotten, Reis. Hauptsache, dass wir was zu fressen kriegen. Warum ich Lotus anpflanze, das ist ganz einfach. Das ist einfach XP in Futter. Und Level kann man in diesem Pack sehr, sehr gut gebrauchen, habe ich mir sagen lassen. Hier habe ich es mittlerweile schon, keine Ahnung, wie viele von den Teilen durchlaufen lassen. Dadurch habe ich auch einiges an Erde bekommen. Nehme ich mal gerade alles hier mit raus. Ja, sieht's dann auch immer ganz nett. Hier in der Mitte habe ich so einen kleinen Speicherort erstmal gemacht, so einen kleinen, ein kleiner Place to be, ne? Hier mit so ein bisschen, ein kleines bisschen Ordnung. Ich weiß, das kennt man selten von mir, aber es muss dann da auch mal sein, ne? Oh, schon wieder zwei Lotus Seeds. Die würde ich auf jeden Fall immer anpflanzen. Ich will ein ganzes Feld von denen haben. Warum ich jetzt so erpicht auf diese Lotus Seeds bin, komme ich schon mal wann anders zu. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich richtig, richtig lohnen. So, wenn wir in die Quests hier reinschauen, sehen wir erstmal, wir haben die Power Sword noch nicht, die Water Power Sword noch nicht geclaimed, den Reward geclaimed, ne? Kriegen wir erstmal schön Curry Eyes. So, Healing Salve müssen wir immer noch angehen. Dafür brauchen wir aber irgendetwas, womit wir Pflanzen bekommen. Denn die Healing Salve braucht ja Vanillablumen, Dandelion und dann irgendwie eine andere Poppy, Seeds und Bowls ist ja kein Thema. Können wir noch nicht machen. Das Klügste wäre jetzt erstmal, wenn wir die Trap machen würden, die vier Ground Traps. Das sollten wir mittlerweile alles schon rankriegen. Schau mal, vier Truhen haben wir. Brauchen wir nochmal ein bisschen Wood und der Rest was Sticks und Strings. So. Dann noch einmal schnell ein kleines bisschen Holz verarbeiten. Mach mal gerade ganz kurz so und so. Ich habe in der Zwischenzeit einmal hier unsere Lunchbox ein bisschen aufgefüllt. Ich ernähre mich jetzt gerade einfach nur von Apfelsoße, Fruchtsalat, Apfelsaft und Äpfeln. Also ja, ich bin der gute alte Apfelbauer in diesem Pack. Aber da werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich noch mal ein bisschen was anderes Futter rankriege. So. Jetzt war das nur noch Strings oder diese Trines. Die habe ich hier auch irgendwo noch reingetan. Das frage ich mich nur noch wo. Ja, wie war das mit Ordnung? Oh, hier war. Da brauche ich eine neue. Das ist aber nicht das Thema. 1, 2, 3. Das war jetzt so. Genau. Und die Schere ist kaputt. Das heißt im Klartext, tschüss. Ja, das mag ich nicht so ganz in diesem Mod. Wenn das Werkzeug kaputt ist, dann kannst du es nicht mehr wirklich verwenden. Okay, dann brauchen wir doch noch etwas. Zwei noch. Nee. Jetzt können wir drei. Das heißt jetzt noch einen haben wir es. Meine Güte. Rechnen ist heute echt nicht mehr so mein Ding. Ich bin heute schon lange und lange auf gewesen, lange unterwegs. Aber naja. So, die Ground Traps haben wir. Das Problem an den Ground Traps ist, die brauchen Grasblöcke. Deswegen hier ich einfach so ein bisschen Gras gepflanzt habe. Weil ich meine, mich zu erinnern können, in einer früheren Version habe ich das mal versucht mit normaler Erde und das war eine einzige Katastrophe. Aber naja, ich bin jetzt schlauer geworden, sollte man zumindest meinen. So, zack und zack. Haben wir hier wieder was angepflanzt. Noch ein bisschen XP schnorren, weil wir die gleich brauchen werden. Denn zum einen
Brauchen wir für die... Oh, Requires Vanilla Grass or Dirt on All Sides. Gut, dass ich das gerade eben gesagt habe. Ja, denn wir brauchen jetzt noch Bait. Bait kriegen wir über Früchte mit Trines. Irgendein Getreide mit Strings. Keine Ahnung, was mit Strings. Ich glaube Gemüse und oder Fische mit Strings. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Weizen. Problem. Ja, ich weiß, das kannst du jetzt hier wieder nicht machen. So. Problem ist, hier wird viel zu wenig sein. Ich mache jetzt einfach mal alles, was ich hier noch habe. Einfach mal so. So. Und so. 32. Das wären 8 pro. Ich mache jetzt erstmal nur 2 voll, damit das schon mal laufen kann. Dann gehen wir schon mal was weg. So. Da darf man nämlich nicht so ganz nah dran sein. Deswegen einfach gerade was weggehen. Einen Moment warten. Von mir aus irgendwo auf K rumstehen und schon kommt das Zeug ran. So. Das kann, läuft ja jetzt erstmal. Dann können wir den nächsten Task angehen. Das. Na gut. Grout könnten wir eigentlich auch schon machen. Mach mal 1, 2, 3, 4. Zack, zack. 3. Na, 4. Zack und. So, Grout haben wir. Bitteschön, vielen Dank. Dafür bekommen wir dann ein Meatloaf-Sandwich. Auch immer schön. Ich tue das ganze Futter tue ich dann erstmal hier rein. Da. Dann geht das hier irgendwann weiter. Kommen wir aber gerade nicht hin. Deswegen, gut, wir können diese Architect Sawbench machen. Ist jetzt aber nicht so wirklich wichtig. Das mache ich irgendwann mal. Infinity Dust ist jetzt eher wichtiger. Infinity Dust kriegen wir nämlich. Moment. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier. Infinity, das kriegen wir über Liquid Nightmare im Fluid Solidifier. Und Liquid Nightmare kriegen wir, indem wir Grains of Infinity in den Lightwell packen. Der Lightwell ist hier eine Basic... Okay, lassen wir das. Nee, Infinity, das kriegt man hier ganz, ganz einfach. Hier sieht man es schon. Einfach mit einem Flint auf den Bedrock hauen. Wir haben keinen Bedrock. Doch, haben wir. Denn die Packmacher waren so freundlich, uns hier einen Bedrock hin zu platzieren. So. Und schon haben wir Infinity das bekommen. Einziger Nachteil ist, das verbraucht XP. Deswegen war ich da auch so erpicht drauf, da die Lotus-Hans offen zu kriegen. Und weil ich das ganz gerne immer da an dieser Stelle mache, weil man das noch so 2-3 Mal häufiger brauchen wird. Leiter ran. Und weil ich keinen Bock habe, da noch reinzufallen. Und schon kommen wir immer wieder rauf und runter. Schon haben wir wieder ein wenig Fortschritt gemacht. So, Infinity Dust, dafür kriegen wir jetzt dann auch wieder 2 Level. Wie gesagt, mit dem Flinter drauf, und das kostet einem insgesamt 4 XP, also 4 Level. Beziehungsweise 4 braucht man Minimum. Ich glaube, sowas kann sein, dass ich da, sage ich es mal ganz ehrlich, kann sein, dass ich da gerade ein bisschen scheiße laber, aber ich meine, man braucht mindestens 4 XP. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ich farm, wenn ich dieses Pack spiele. Und ich habe das mittlerweile so einige Male angefangen und aufgehört. Ich futter mich einfach auf 4 XP Hochende. Das ist das Beste, was man machen kann. So, ich gucke mal ganz kurz, ob wir schon Raw Beef haben. Ein Chicken haben wir. Und Raw Turkey. Leider nein. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinschauen, wir könnten ja Cane Ashes noch machen. Können wir die schon herstellen? Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen Ashes.
Diese Asche. Kriegen wir aus Logic Charcoal, das ist kein Thema. Mache ich mal gerade so. Plus Black and Bone Meal ist das Thema. Wir haben kein Bone Meal. Das heißt im Klartext, wir sind jetzt gerade ein bisschen auf die Teile hier angewiesen, bis wir mindestens einen Knochen oder, nee, nicht oder, bis wir einen Knochen und ein Raw Beef hat er, glaube ich, bekommen. Ja, ich würde dann sagen, das erspare ich euch einfach jetzt mal gerade. Da trauen wir mal weg. Ein letzter Check. Auf Glück haben wir schon einen Knochen. Leider nein. Das erspare ich euch schon einfach mal gerade. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt eine Zeit lang hier gewartet. Ich habe jetzt endlich Knochen. Knochen habe ich schon ein bisschen länger. Aber jetzt habe ich auch endlich das Raw Beef bekommen. Das heißt, hier die beiden Quests können wir jetzt auch gemütlich claimen. Wir kriegen auch noch mehr Knochen. Wir hier Bacon Mushroom Burger auch ganz nett. So. Wir wollen euch auf jeden Fall zu dieser Smetry hin. Problem ist, wir müssen über diesen Weg gehen. Ich würde aber gerne als allererstes, bevor ich jetzt damit großartig weitermache, erstmal mein Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Keine Ahnung, wofür ich jetzt wirklich Raw Beef gebraucht habe. Aber Arcane Ashes ist jetzt erstmal das Ziel. So. Dafür brauchen wir Zucker. Sollte jetzt nicht das Thema sein, oder auch doch. Zucker machen wir hier mit einem Mortar und Pestle oder über einen Crushing Tab. Okay, Mortar und Pestle, okay. Dann nochmal 1, 2, 3. Zack, zack. Und 5 Cobblestones. Ja, Connellstones, ne? Ich habe auch immer noch nicht hier die alle Öfen geupgradet. Also noch nicht fertig gemacht. Na, kriegen wir hier vielleicht mal dann. Nö. Anscheinend nicht. Also über die Apple Stores kriegt man anscheinend. Hat man anscheinend auch die Chance, mal einen goldenen Apfel zu kriegen. Habe ich jetzt bisher in meinem Leben noch nie hier erlebt. Aber naja. Kommt schon noch früher oder später. So. Wir können einfach schon mal währenddessen weiterschauen. Das weitere Verfahren bisher ist jetzt einfach, dass wir Mits brauchen. Was zum Henker sind Mits? Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt einen Lava-Eimer in die Hand nehmen würde, ich würde anfangen zu brennen. Ich brauche halt Handschuhe, damit negative Effekte ausgeschaltet werden. Das kann ganz nervig werden, ist ganz nett. Aber größtenteils einfach nur nervig. So, das wollte ich mal gerade gucken. Ja, Hardened Leather, das ist. Machen wir irgendwann. Das ist auch wieder so eine Questreihe. Pff, kann man mal machen, muss man aber nicht. Also, rüstungsmäßig. Würde ich sagen, sind wir momentan. Hä? Also, so rum wir das, okay. Nee, rüstungsmäßig braucht man momentan noch gar nichts. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir Ashes, das war über Low-Grade Charcoal. Genau, habe ich noch davon einen da. Tatsache. Also einmal. Okay, nur Asche haben wir. Blackened Bone Meal, das ist normales Bone Meal, dafür brauchen wir dann. Erstmal an sich bauen wir. Machen wir einfach mal 6 Stück parat. Das muss dann auch schon wieder gebraten werden. Also ich glaube mittlerweile ist schon gut sichtbar geworden, warum ich so ein paar von denen da wollte. So, nächstes Ziel wäre dann für uns der Low Covalence Dust. Das ist Tiny Charcoal, Sand und Infinity Dust. Tiny Charcoal, wie kommen wir daran? Das war ein Low-Gate Charcoal Block im Basic Worktable. Oder über die Water Powered Saw. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch die Water Powered Saw.
Und ich mache nochmal 8 Stück parat. Weil ich glaube, Low Covenants, das hat man am Anfang häufig gebraucht. So, kann man gerade gucken. Ja, okay, braucht man. Brauchen wir. Habe ich schon genug gesehen. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. So, zack und zack. Den Rest haben wir dann schon drüben. Sand haben wir Unmengen von und Infinity Dust haben wir eben vorbereitet. So, Sand haben wir hier, Infinity Dust haben wir hier. Und dann Loco, mach mal sogar im normalen. Low Covalence das. Zack, machen noch einmal bitte. So viel wie geht. Vielen Dank. Dann kann das weg. Und wir sagen Healing Cell. Er möchte noch Wasser, okay. Wo platziere ich jetzt am besten Wasser hin? Ja, mach mal einfach mal. Komm, mach ich jetzt einfach kackendreist hier hin. So. Einen Eisblock. Kaputt gemacht. Und da rein. Ich glaube, den Bucket können wir schon wegschmeißen. Und wir haben Arcane Ashes. So. Damit schalten wir sie wieder eine ganze Menge frei. Und zwar den Better Builder Wand, Robber Tree Saplings, Lotus Blossom und Early Game Building Aid. Kommen wir jetzt mit Schwerter zu. Also, ich sag mal so: Die wichtigsten beiden Sachen sind eigentlich die Robber Trees und der Building Wand. Das ist ganz nett, das ist ganz nett, aber das ist wirklich am wichtigsten. So. Das Packen besteht auch noch, dass wir die mitmachen. Dafür brauchen wir einen Rice Slime Ball. Das sollte jetzt nicht das Thema sein. Dann tun wir das hier mal gerade weg. Immer wieder schön aufräumen. So, einmal Reis und. Also, wir brauchen nochmal Wasser. Gut. Soll er haben, aber ich brauche einen neuen Barket. Oh, was freue ich mich schon, wenn wir einen richtigen Eimer haben. Generell freue ich mich schon, wenn es wieder losgeht, die ganzen Erze zu verarbeiten und all sowas. So, das haben wir. Wir brauchen Hardened Leather, da brauchen wir Pressed Wax für, also brauchen wir doch schon die Candleberries. Meine Frage, haben wir die? Nö. Gut, dann Candleberries. War über den Wege. Das heißt, wir brauchen als allererstes einen Rubber Tree Sapling. Das war ein Slime Ball und ein Oak Sapling. Gut. Also nochmal einmal und zweimal. Haben wir. Das Futter kann ich mal gerade wegtun. So, jetzt hat der Arcane Ash. Wieso brauchen wir die hier? Die mit der Arcane Ash können wir schon die ersten Blood Magic Rituale erschaffen. Und jetzt kommt zu der Punkt, wo wir mit den Mods interactionieren müssen. Oder auch interagieren. Ja, jetzt wollte ich heute wunderschönes Denglisch raushauen und das klang, glaube ich, noch affig. So. Arcane Ash. Einmal rechtsklick. Wir haben diesen wundervollen Kreis. Wir packen den Slime Ball rein. Den Oak Sapling. Haben so ein schönes Work in Progress im Leben. Warten einen Moment. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Und wir haben einen Rubber Tree Sapling. Tada! Als allererstes den auf jeden Fall anpflanzen. Hochtürken. So gut es geht. Okay, er will gar nicht. Dann ist er eben schüchtern. Auf jeden Fall den Rubber Tree haben wir und wir kriegen 16 Stone Gears. Sind, ich weiß nicht, ob die wirklich so nützlich waren am Anfang. Ich kann mich da gerade null dran erinnern. Da tun wir mal auf jeden Fall weg.
Und ich möchte, dass ich noch im DS bin. Oh Gott, nein. Ich hoffe, dass das nicht so oft aufhört, sonst muss ich aus dem DS gerade rausgehen. Ja, okay, ich lasse es schon direkt sein. Ja, für die TS-Sounds bitte ich gerade zu entschuldigen. Kumpel von mir ist gerade reingekommen, der dann doch ganz gerne mal den TS vollstürmt, aber naja. Wo bin ich überhaupt gerade dran? Ich bin schon wieder komplett nicht aus der Rolle. So. Wir brauchen Tello. Tello kriegen wir aus Low Covenants, das und Sticky with Zine. Das heißt, wir müssen den Baum zum Wachsen bringen. Platzieren wir dich mal hier. Wächst du hier eher? Ach, komm schon. Aha. Da haben wir schon das Sticky with Zine. Und drei neue Trees. Schön in die Ecken platzieren. Die werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr häufig abernten. So, was war das jetzt? Matic Tello und Low Covalence Dust, ne? So. Einmal, zweimal. Also, einmal, zweimal. Genau, Work in Progress. Wieder gleiche Stoße wie eben. Einmal einen Moment warten. Wer will, kann mal gerade einen Schluck Kaffee trinken. Und voilà, wir haben Tello. So, hier möchte ich aber gerade hin. Was können wir hierfür? Iron Candles, ja, ist ganz nett. Wir brauchen Candleberry Seeds. Die kriegen wir über Coffee, Canola Seeds. Oh. Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen. Nee, die bekommen wir über Canola Seeds und Tello. Canola Seeds sollten wir haben, ja sicher. Ist ja gut. So, noch einmal Work in Progress, nochmal einen Schluck Kaffee. Et voilà. Die Candleberry Seeds. Davon werde ich auf jeden Fall gut eine Reihe, ich glaube ich, so zwei Felder nochmal voll machen. Muss ja nicht gleich ausrasten. Ist ja alles gut. Ich will dann nur sagen, dass ich zwei Bilder davon machen möchte. Nee, wie gesagt, von denen werde ich zwei Felder machen. Weil wir den Wachs unglaublich gut gebrauchen können. Wir bekommen eine Biene. Das finde ich sogar sehr schön. Das finde ich sogar super toll. Denn da mache ich jetzt einfach mal. Dann auch direkt schon ein paar Apiaries fertig. Denn die Apiaries sind quasi auch so eine Art Fertilizer. Was würde ich jetzt damit ausdrücken? Ich erkläre das ja sofort. Ich warte nur gerade, bis es fertig ist. Denn mit dieser Biene können. Diese Biene müssen wir in einen Apiary stecken. Nein, keine Sorge. Es ist kein großes Bienenzüchten à la Forestry. Das ist richtig, richtig schön, wenn das gleich kommt. War sogar ein bisschen zu viel. Aber naja. Zu viel ist nicht, lieber zu viel als zu wenig. Ich packe das jetzt einfach mal hier zu den Lotus Seeds. So, jetzt haben wir hier so vier formwundervolle Apiaries. Biene rein, warten. Irgendwann bekommen wir Honeycombs raus und mehr Bienen. Irgendwann ist ein Stack drin und wir können dann einfach. Ich glaube, ab einer zweiten Biene wird schon sofort in den nächsten reintun. Und in der Zeit, wo die Biene jetzt hier am Arbeiten ist, sie braucht nur irgendwas Pflanzliches in der Nähe, ist sie schon hier am bepowern. Denn. Nee, das würde ich über den App hier machen. Echt? Okay, dann auch. Irgendwie konnte man. Nee, wurde gerade nicht angezeigt. Wie gesagt, diese Bienen, wer schon mal Forestry gesehen hat, der weiß, Bienen können sehr, sehr viele Blumen generieren. Und so viele Blumen generieren, machen die hier mit Bone Meal Effekten gefühlt. Ich glaube, das war jetzt noch unverständlicher als alles andere.
Auf gut Deutsch einfach, die Bienen machen Wachstum hier schneller Ende. Bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen rede und keiner mehr was versteht. So, jetzt wo wir das haben, müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Candleberries wachsen. Können hier nochmal ein Level abholen. Wir kriegen einen Smart Chicken dann. Machen wir aber gleich erst, denn ich will jetzt wirklich erst hier die Mits fertig kriegen. Wie sieht das aus? Ist schon gewachsen? Nö. Dann mache ich einmal ein bisschen Bone Meal Action. Das hatte ich jetzt hier rüber getan, genau. Machen wir mal so und so. Einmal. Zweimal. So. Haben wir geschafft. Gut, dann können wir den zurücktun. Wir brauchen einmal unseren wundervollen, formschönen Pott. Reicht das jetzt für die Mütze schon? Jo. Dann pflanze ich die andere Candleberry sogar auch noch an. Hauptsache, wir kriegen schnell mehr. Dann, we need some Leder. Und L-Koton. So, Leder und das gibt ein Hardenleather. Und wir brauchen den einen Rice Slime Ball von eben. Mit Cotton können wir Strings machen. So, mit den Strings machen wir dieses Woffencotton. Und darüber kriegen wir dann ganz schnell. Und darüber kriegen wir dann ganz schnell die Mits. Quest complete. So einfach ist das. So, jetzt haben wir hier die Schritte fertig, den Schritt fertig. Jetzt müssen wir hier den ganzen Rost fertig machen. Das ist aber auch nicht wirklich schwierig. Hier brauchen wir den Alchemical Condenser und zwei Alchemical Retorts und ein Elixir of Instant Health. So. Bröseln wir das Ganze einfach mal auf. Elixir of Instant Health. Das war Raw Beef und Chamomile, bisschen Wasser und eine Glasbottle. Geben ein Elixier auf Instant Health. So. Dieses müssen wir in diesem Alchemical Condenser machen, was einfach Terracotta, Bricks und ein Flintblock und ein Clay. Stimmt, Claypack können wir machen. Kann ich das in. Nee, kann man nicht. Das heißt, ich muss einmal. Die Gegend verunstalten. Das mag ich, das hasse ich nämlich jetzt schon wieder. So. Sieht jetzt wundervoll scheiße aus. Ich weiß. Vielen Dank, vielen Dank. So, wir brauchen wie gesagt Bricks. Die können wir über die Claykilns machen. Wir brauchen insgesamt. Ui. Wir brauchen einiges an Terrakotta, merke ich gerade. Und da können wir echt nicht über. Das ist der normale. Ja. Problem ist, die normalen Furnace können wir nicht craften. Das ist das Fiese an der ganzen Sache. Das heißt, wir sind gezwungen, jetzt gerade hier so ein bisschen abzubauen. Aber falls ich jetzt gerade ehrlich gesagt, was ist passiert, wenn wir jetzt hier das ganze Terrakotta abbauen würden? Sagen wir jetzt mal, das wird jetzt alles runterfallen. Dann wären wir ja eigentlich im Arsch. So. Ich nehme ich mal direkt so ein paar Blöcke raus. So. Mach mal auch schon mal so, dass wir hier ein bisschen besser herankommen. Zack, zack, zack. Wie viel haben wir? 7 Stück. Wir brauchen noch 5. 9 haben wir. Mach mal hier noch die paar weg. Aber das ist jetzt echt mal eine interessante Frage. Was passieren würde, wenn ich jetzt einmal das ganze Terrakotta, was wir bräuchten, einfach hier, wenn hier nichts mehr wäre.
glaube, das hat man nicht so wirklich gedacht. Oh, naja. Wir haben jetzt 14 Terrakotta. Sogar ein bisschen zu viel, aber kann man immer noch zurückstellen. Wir brauchen 16 Clay. 2 Rice Slime Balls werden wir brauchen. So, gehen wir da rein. Vielen Dank, das haben wir. Dann. Zack, 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 zack. So, dann. Der nächste Rubber Tree ist gewachsen. Den wird sofort auf Fällen. Jetzt bräuchte ich gerade eine Facecam. Das habe ich viel zu spät realisiert. Scheiße. ja. Den werde ich jetzt mal fällen, ohne am besten runterzufallen. Ja, komm. Gib mich die Sublings. Sabling, Sabling. So. Holz rein. Sticky Resin und Saplings rein. Das kann da rein. Wood kann da rein. Die kann da rein. Immer schon wieder was Schönes aufräumen. So gut es halt geht. Sind doch keine gewachsen. Wie sieht das jetzt mit den Bienen aus? Seht ihr? Jetzt packe ich nämlich dann 2 hier rein. Zwar hier rein. Und wir bekommen auch Honeycombs raus, die wir zu Bienenwachs machen können. Wollen wir nicht wirklich. Wir können Honigstrauß machen. Wollen wir schon eher. Und wir können später mit Cohosh Regenerationstränke machen. Das wollen wir auf jeden Fall. Aber naja, jetzt erstmal sind wir noch hier dran beschäftigt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt am Anfang zieht sich das Pack, finde ich, noch ein bisschen. Das zieht sich echt noch wie so ein alter Kaugummi. Aber ich sag mal so, wenn wir in der Oberwelt sind, geht die Party richtig ab. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal so ein bisschen erzählen, was in der Oberwelt so abgehen wird. Ich habe ja schon erzählt, dass, die normalen Erze in Chunks aufteilen, in die guten alten Gregtech Ore Chunks oder Veins. Ja, es gibt aber noch eine Veränderung in der Overworld. Und zwar werden die Mobs in der Overworld immer schwieriger und schwieriger, stärker, stärker, stärker. Gut. Wenn jetzt irgendeiner denkt, ja gut, ich habe schon mal Hardcore Minecraft oder so gespielt, das ist nichts dagegen. Mit Stärke heißt jetzt nicht, dass sie einen Schaden dazu bekommen. Zombies werden so stark, sie geben dir einen Hungers-Debuff. Spinnen slowen dich. Skelette haben eine Nahkampfwaffe auch noch. Und das Fiese an denen ist, je näher du an die rankommst, desto schneller schießen die. Creeper werden bis zu 3 Blöcke vor dir unsichtbar. Hexen explodieren in irgendwie so. Ich glaube, das war eine. Muss ich gerade nachschauen, oder? Ich meine, Hexen explodieren, meine ich, in jede Menge Fledermäuse. Genau, und die geben nochmal random Buffs zu gegnerischen Mobs. Und können diese Lingering Potions werfen statt Splash Potions. Slimes geben einfach Knockback und jumpen weiter. Was war da nochmal? Enderman? Genau, die können Spieler hinwegporten und haben eine Chance, Blindness zu übertragen. So, was ich jetzt auch noch richtig geil finde, irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt werden die nochmal stärker. Gut, was heißt denn nochmal stärker? Die fangen an, Spawn-Bedingungen zu ignorieren und irgendwann, auch draußen ist Tag, interessiert uns ein Scheißdreck. Was dann noch alles dazu kommt, das... Ich weiß es, aber ich halte nur mal die Klappe. Ne, nicht Rice Slime Ball. Ich habe mich vergessen, den Unfair Clay Bucket zu machen.
Ah, naja, das sollte jetzt schnell gehen. Einfach so. Oh, das ist aber ein bisschen geleckt. Also ich sag mal so, wenn wie der Plan jetzt weiter ist, wir kümmern uns jetzt erstmal hier drum, dass das hier soweit fertig ist. Wenn wir den Melter haben, können wir Obsidian herstellen. Wenn wir Obsidian haben, geht es rüber zum Overworld-Portal. Und wir gehen rüber in die Overworld. In der Overworld werde ich erstmal offscreen. Ich werde mit euch so eine kleine Zeit lang verbringen. Ich werde mit euch den Scanner hier fertig machen. Ich werde so viele Erze suchen wie möglich. Wenn wir in der Overworld sind, können wir mit diesem Tab hier anfangen. Dann geht es endlich ins große Gregtex-Zeitalter. Was heißt das? Das Gregtex-Zeitalter ist Microcrafting Hell. So, jetzt habe ich das schön heiß gemacht. Jetzt könnt ihr schön auf die nächsten Folgen freuen. So, Alchemical Condenser haben wir. Alchemical Retort ist Terracotta und von denen zwei. So, und den platziere ich dann einfach mal hier hin. Einmal. Zweimal. Schon haben wir ihn stehen. Moment, jetzt erinnere ich mich an etwas. Ich brauche Glas und Glas kriege ich genau. Scheiße. Das hatte ich jetzt komplett vergessen, denn Sand können wir gerade auch nur über die Teile schmelzen. Das heißt, ich mache jetzt noch, wie viele fehlen noch? 1, 2, 3, 4, 5 Stück fehlen noch. Ich mache nochmal 5 fertig. Das sind 40. Das ist ein bisschen blöd. Kann man die jetzt doch abbauen? Okay, gut zu wissen. Weil beim letzten Mal, als ich die abgebaut hatte, da hatte ich irgendwie nur einen Clayblock wiederbekommen. Nee, nicht, noch nicht mal ein Clayblock. Das war einfach nur ein Dingens. Mach ich von mir aus auch so. Einen Brick hatte ich daraus bekommen. Aber gut. Dann platzieren wir die hier nochmal bei. So, ein bisschen voll schon mal machen. Die restlichen mache ich dann gleich einfach fertig. Ja. Hier sieht man es, wir bekommen einfach nur Glasschars raus. Das ist ein kleines bisschen schwierig in dem Pack. Aber naja, soll uns jetzt nicht abhalten davon, das Pack zu besiegen. Es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen. Ich meine, wenn wir das jetzt einfach mal auf die Teile dann noch warten, kann ich einfach mal so schon mal so ein paar Rezepte zeigen. Denn mein allerliebstes Lieblingsrezept, was ich immer mal gerne anschaue, es gibt Infinity Ingots. Die sind aber auf eine andere Art und Weise diesmal zu machen, denn der Infinity Catalyst wird über den Miniaturisierungsprozess gemacht. Mit Empowered Diamantin, Block of Silicon Rubber, Neutronium-Blöcke, Flux-Blöcke, Hardened Enderium Glass und dem Advanced Alchemical Construct. Der Infinity Ingot wird dann über den Blast Furnace gemacht mit einem Infinity Catalyst, 4 Awakened Dragonium und Argon. Da kriegen wir dann zwar schon 4 Stück raus, aber naja. Awakened Dragonium kriegen wir. Wo haben wir das? Dann auch nur über das Draconic Evolution Ritual. Mit Charged Draconium Blöcken, die wir im Sky Cauldron machen müssen. Mit 4 Flux und 1 Block of Draconium und 50.000 Tickets Starlight. So. Das hat aber schon wieder ein kleiner schöner Exkurs und wir haben schon wieder genug Zeit verbracht, um
das Glas hier fertig zu kriegen. So, das heißt, das kommt hier rein. Ich brauche ein... ich nehme mal 2-3 Eis. Das Elixir of Instant Health ist Chamomile und Raw Beef. Raw Beef haben wir hier, 2 Stück. Einmal, zweimal. Den Bark brauche ich. So. Und zack. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch ein bisschen Holz. Nehmen wir mal hier die Planks. So, und schon fangen wir an, das Elixir of Instant Health zu machen. So. Das Elixir of Instant Health ist einfach, wie schon gesagt, ist einfach ein einfacher Healpot. Brauchen wir aber für unsere nächsten Schritte, denn... gehen wir mal weg von der Microcrafting Hell. Jetzt, wo wir dieses Elixir of Instant Health haben, können wir weitermachen mit dem Apple of Restoration. Das ist dieser grüne Apfel hier, der braucht einen Apfel, Low Covalence Dust und Elixir of Instant Health. So, haben wir. Das mache ich jetzt mal gerade mit euch fertig. Einmal... und so. Und jetzt können wir offiziell einen Zombie-Villager heilen. Und das wird auch noch verdammt wichtig für uns. Beziehungsweise nicht wirklich wichtig für den Zombie-Villager. Denn als nächstes müssen wir ein Menschenherz kriegen. Und wie wir das kriegen... das seht ihr in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen bei Menschenherzen farmen. Bis dahin einen wundervollen Abend noch. Tschüss.